Hallo ihr Lieben, so ihr seht nicht mich, sondern den Jan und meinen Bruder Leon und wir machen jetzt so eine kleine Runde, die haben die Wuffis noch dabei und wir werden jetzt so ein bisschen geocachen, dann werden wir vielleicht noch einen Lost Place besuchen, mal schauen, der auch mit einem Geocache verbunden ist, mal gucken wie viel Lust wir haben und wie weit die Hunde schaffen. Ja, ich werde jetzt die Kamera einfach so ein bisschen nebenbei laufen lassen und dann schauen wir mal, was da so bei rauskommt. Ja, wir sind jetzt hier übrigens gerade in Wiltshire und zwar ist hier rechts, da seht ihr jetzt nur so ein hässliches Gebäude, da ist aber eigentlich der Segelflugplatz, ja, wo man bei manchen Events auch mitfliegen kann. Und ja, der Frühling ist ausgebrochen und jetzt zieht es alle Leute wieder raus. Und ich habe halt gesehen, dass mehrere Leute meinen Cache gefunden haben in letzter Zeit. Und jetzt wollte ich halt einfach mal gucken, ob da auch alles noch in Ordnung ist. Das werden wir gleich mal machen. Ihr werdet mich gleich sowas von hassen. So 20 Meter nach links. Also hier irgendwo. Der Baum da sieht verdächtig aus. Nee, ist nicht im Baum, ist auf dem Boden. Ja, der Baum da am Boden. Nein. Ich weiß, dass es in so einer Kuhle so ein bisschen drin war. Also es sind jetzt 5 Meter Umkreis. Die Kuhle hier? Weiß ich nicht. Ich habe den vor Jahren versteckt. XS oder? Ha? XS oder S? S. Oh, da vorne dieser Ast, der sieht doch auch verdächtig aus. Ups. Na, hier ist er doch. Ich hab ihn. Endlich. Hast du einen Stift dabei? Nee, mach nochmal zu. Und hier sagt er mir noch 6 Meter. Weiß ich nicht, was die Leute da reingepackt haben. Schreiben ist nicht mehr. Ah ja, okay. Ich weiß nicht, was die Leute da rein. Ist doch in der Filmdose ist der Zettel. Achso. Wartung durch Uwe könnte ich machen jetzt. Das heißt, die haben da irgendwas reingelegt. Nee, ich habe die reingelegt damals. Ja, aber das hier ist von denen irgendwie, ja, eine Karte. Keine Ahnung, was sie da reingemacht haben, ekliges. So, das sind alte Logbücher. Ja. Können wir mal rausnehmen, die können wir wegschmeißen. Und hier, ich habe einen Stift dabei. Weißt du deinen Geocache-Namen noch? Guck ich einfach nach. Oh, waren doch einige, ne? Ja, hier waren viele, gerade in letzter Zeit. Scheiße, wo sehe ich denn meinen Geocache-Namen? Beziehungsweise erstmal. Geh doch auf Loggen. Genau, Geocache Loggen gefunden. Teile jetzt deine Erlebnisse. Interessant, weil wir mehrere waren und die App unterschiedliche Richtungen ansagte. So, nach ein bisschen umständlicher Suche haben wir jetzt endlich das richtige Haus gefunden. Wir sind hier. Hier ist ein Geocache irgendwo versteckt. Den werden wir gleich suchen. Ich versuche mal ein bisschen weiter weg zu gehen und hoffe, dass ihr mehr von dem Haus sehen könnt. Oben drin kann man auch reingehen. Und ich weiß nicht, wie die Lichtverhältnisse da drin sind. Wir gehen gleich mal rein und gucken mal. Es riecht nach alt, nach alten Menschen. Ach echt? Das liegt wahrscheinlich daran, weil es hier alt ist. Und hier liegt so eine komische Dose. Ja, ich wette da auch fast für. Oder hier in dieser Klappe. Das habe ich damals auch zu Manu gesagt. Vielleicht ist er auch hier unten drin. Ich glaube, die haben wir gar nicht hochgekriegt damals. Die kriegst du nicht hoch. Stein.
Der Stein, was ist der vielleicht? Mike. Guckst du mal unter dem Stein, was ist? Ich klappe, das ist nämlich schwer. Machst du jetzt den Rucksack extra ab? Nee, lass doch so. Nee, ich halte ihn fest. Nee, lehn ihn doch an. Weiß ich nicht. Musst du schon hochheben. Ja, ich hasse das. Was? Ausgerechnet, jetzt habe ich meine Taschenlampe nicht mit, weil ich nicht gerechnet habe, dass ich die Taschenlampe brauche. Ja, wofür brauchst du noch eine Taschenlampe? Du siehst doch da alles. Da ist nichts drin, kein Tier drin oder so. Aber ist auch am Stein ist nichts. Okay. Nein. Ja, der ist garantiert da oben. Das ist zu fallen. Ich hasse das Hochgehen, irgendwo hochgehen. Soll ich da hoch? Wie sieht's aus mit Fahrrad, Klettern und sowas? Ja, der weiß ich nicht mehr, habe ich nicht so genau einen Plan. Wo? Oh. Der ist. Ach, nee, halt. Ist er hier komplett rausgegangen oder was? Schwierigkeit 2,5, also weiter oben. Hast du? Ja. Ist doch oben, ne? Ich wusste es. Hast du den Platz vorher fotografiert, wo er war? Gerade eben jetzt, ja. Ah. Sonst ist da oben was Spannendes? Nö. Aber da war früher das Schlafzimmer, ne? Spike! Spülküche da oben? Ja, das weiß ich. Ich sehe auf jeden Fall aus dem Rand. Auf der Kühlbank. Okay. Hilfst du mir mit ein? Ja, klar. Ich glaube, das wäre am gruseligsten. Wenn die Nacht lang ist, hier drauf drückst du noch immer so. Ja, sonst knatschen. Mhm. Spike! Wann war der letzte hier? Oh! Spike! Geht? Mhm. Also Geocachen nimmt man immer einen Stift mit. Ach, siehst du, ich habe auch die Funkgeräte. Heute ist? 18. Ja. Ich habe auch die Funkgeräte mit. Mhm. Fällt mir 18.04.18. Um 14.46. Wenn du hochgehst, ist direkt in der Tür ein kleines Nachttöpfchen. Aha, und da ist er drin. Da ist er drunter. Ach, drunter. Einfach nur hinlegen, Nachttöpfchen drüber. Ach so, okay. Ich hab ihn endlich. Boah, hab ich dieser Cash genervt. Ja, schon ein bisschen, ne? Die Leiter ist fest. Ist fest. Ja, das ist ja voll unspektakulär. Also man muss gar nicht hier hochgehen. Nein, ich würde auch nicht mit hoch hier, weil guck hier mal. Alles morsch, ja, ich sehe schon, aber ich will wenigstens mal um die Ecke gucken. Mach mal. So, wir sind mal wieder unterwegs zum Geocachen. Und heute ganz in der Nähe von zu Hause. Das ist ein Multicache, den ich schon länger auf meiner Liste habe. Wir hatten die Endstation, die Koordinaten dafür hatten wir uns schon vor ein paar Tagen geholt. Und jetzt gehen wir zum Final. Und ich hoffe, das funktioniert hier alles mit meiner Helmkamera, vom Ton und so. So, und hier irgendwo wird er sein. Nee, 40 Meter, noch? Okay. 40 Meter rein noch. Okay. Ja, der Jan ist auch wieder am Start. Warte. Ich hoffe, sie war jetzt nicht mit drauf, das wäre jetzt doof. Aber da muss ich es ein bisschen zurechtschneiden oder verpixeln. Kein Ding. 8, 7. Moment. Andere Richtung. Okay. 9 Meter da am Zaun. 9 Meter am Zaun. Das wird hier irgendwas, ist irgendwo im Baum. Warte mal. Aber dann wäre der ja richtig kacke.
Der ist ja richtig kacke. Ich denke, der ist so cool, oder? Ist das nur eine zweite Station? Stand da irgendwas? Wie viele Stationen? Also er hat hier... Ja, ist nur eine nächste Station. Er hat nur das Symbol. Ja, kannst du die Weg, kannst du die Koordinaten entsprechen? Wie war denn das nochmal? Auf Wegpunkte, also nach unten, ja, dann ja, Wegpunkt, Wegpunkt. Wegpunkt hinzufügen. Ist auch richtig toll versteckt, nämlich so gar nicht. So, jetzt hat er was. Und zwar 192 Meter in die Richtung. Okay, dann gehen wir. Okay, also anscheinend war das jetzt noch eine Station. Die. Und da ist dann noch eine Station, es ist halt immer noch kein Verein. Okay, alles klar. Die GPS-Daten werde ich euch natürlich verpixeln. Weil wir wollen ja jetzt nicht Zwischenpunkte oder so verraten. Ja, wir haben noch jemanden dabei, den können wir aber leider nicht zeigen. Richtig. Möchte nicht mit ins Video. Also falls ihr dann irgendwann mal so eine völlig verpixelte Person seht, das war dann diese. 132? Ja. Oh, noch ein bisschen Zeit. Ich bin aber gerade fest, ich habe doch andere Schuhe an dran. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das doch so weit reingeht. Jo, kriegst nasse Füße. Nasse Füße habe ich schon. Mhm. Und die nassen Füße sind nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, dass das eine Flachsohle ist. Mhm. Und lacht mich nicht aus, 6,19. Alles okay? Gut. Ja. Kommt hinterher. Was hat sie für Schuhe an? Ja. Guck mal ihre Schuhe an. Nee, sie hat. Kann ich nicht. Ja. Also, sagen wir mal so, sie sind outdoor nicht so geeignet. Okay. Ich würde sie als Hausschuhe anziehen. Oh, okay. Ja. 67, 66. So, falls es hier ab und zu nebelt und ein komisches Geräusch macht, ich habe meine E-Zigarette mit. Toll, du ja, ich nicht. Oh, das tut mir leid. Möchtest du meine? Nein. Ich bin ja kameradschaftlich. Du bist kameradschaftlich? Na, manchmal ja. Scheiße, Alter. 47 in die Richtung. Okay. Also Richtung Ost-Nord, Nord-Ost. Mhm. Ich dachte, das wäre so ein ganz kurzer. Das schmeckt aber jetzt wieder anders. So 36 in die. Wir müssen ins Gehege, ins Dickicht. Du führst uns im Kreis, das weißt du schon, ne? Sag jetzt nicht. Du willst mich verarschen. Bitte, bitte, bitte! Ja. Für mich ist es kein Ding, aber für euch mit euren Schuhen? Für mich ist es auch kein Ding. Ich gehe einfach so. Okay. Aber ist, für sie ist das jetzt nicht. Hier ist keine 5 für mich. Bisschen tricky. 11? Jetzt dachte ich nur 11 Meter. Ja, der, wir sind im Wald, der springt, das ist normal. 8, 9? Jetzt gehen wir dahin, wo wir hergekommen sind. 6? Warte mal hier. Ich zeig hier hin. Ja, ich gehe mal hier durch erstmal. Immer aus dem Gestrüppkram raus. So, jetzt. Ich hab's. Ich hab ihn. Ja, ich sehe schon. Mit Benzin. So, hier Benzin unten haben wir ein Band, das da oben hoch geht und da oben hängt der Gösch. Ist das jetzt das Final oder nicht? Das wird wohl das Final sein. Ich hol runter. Ja, das ist hier festgeschraubt. Darf ich? Ja, guck mal. Aha, okay. So, Stift ist alles im Rucksack. Rucksack liegt hier? Ja. Mach mal kurz die Hand hier hin, wegen Farima. Farima, kannst du hinter mich gehen? Ja. Okay, danke. Ja, summ, summ. Ja, summ, summ. Ein wenig verknötet. Ein wenig ist gut. So. Komm, putt, putt. Komm, putt, putt. Yippie. So. Und hier machen wir ihn auf. Und dann. Dein Handy. Ja, ist mir auch egal. Ich cache gerade. So. Ist ja geil. Guck mal, was hier alles drin ist. Oh, da sind Trackables drin. Ich glaube. Oh, cool. Dann kann ich einen rausnehmen. Scheiße, ich hätte jetzt einen mitnehmen können. Meinen. Ja.
Ach, ja, warte jetzt nicht. Also erstmal Buch. Ja. Ich schreibe, du guckst. Ich guck. Was haben wir denn hier? Das ist aber kein TV. Hast du da? Das ist einfach nur die Beschreibung für Zoom Zoom. Hast du deinen Stempel dabei? Ja, habe ich. Nee, das sind alles nur Sachen zum Tauschen. Okay. Ist nichts. Das Schöne ist, weil ich glaube, ich mache mir auch einen Stempel. Ja, ich habe mir den echt komplett selber gemacht. Also ich habe mir die Sachen nur dafür gekauft, was in den Rucksack hingeschmissen. Hat sie in der Hand. Über Staples würde ich den machen wollen. Oder über euch da, weißt du? Ach so. Den Stempel. Über uns? Stampin' Up macht keine selbstgedruckten Stempel. Ach so. Kannst du keinen selbst entwerfen. Ja. Okay. Dann müssen wir mal einen machen. Ja, ich will mir mal einen neuen bestellen, aber die sind so teuer. Aber wir können gleich mal drinnen gucken, in dem tollen Büchlein hier, ob da TBs, leg mal drauf, ob hier TB-Stempel drin sind, bitte. Einmal gucken. Ja, warte, erstmal muss ich hier schreiben. Ja. Datum, Uhrzeit. Ja, warte, Datum ist der 16. Okay. Da scheint keiner drin zu sein. Nee. Gut. Okay, dann. Der links ist da auch noch drin. Da warte, warte noch. Ja, ja. Na, komm her, du. Jetzt. Soll ich ihn anhieven? Abflug. Ja, der ist auch so schwer, ne? Ja, cool. Das war ein cooler Cache. Upsi. Ja. Ja, was? Komm mal her. Ach so, was jetzt? Halten. So straff halten. Für alle Seefahrer unter euch, würden Obschießen hier, ne? Hör auf zu lachen! Das ist nicht witzig! Doch. Okay. Habe ich. Jo, supi. Ja. Das war der kleine Multi. Okay. Brauchst nicht fragen, alles gut. Ja, und wie ihr seht, das Wetter ist auch heute nicht so doll. Und es wird auch schon bald dunkel. Ja, ich logge ihn gleich online. Ich mache hier nur gerade meine Abmoderation. Ja. Okay. Und dann. Dann logge ich ihn mal ganz kurz. Mach mal. Ja, wie gesagt, dann werden wir heute jetzt erstmal nicht mehr weitermachen. Und ja, ich habe mir jetzt gedacht, ich werde einfach mehrere Caches aneinander schnibbeln, die wir schon gemacht haben und noch machen, beziehungsweise war ich heute schon ein bisschen dabei zu schneiden und ja, werde dann diesen Teil hier auch noch mit da hinzufügen. Und da ich in den anderen Teilen nicht ganz so viel zu den Sachen gesagt habe, dachte ich mir, ich mache das jetzt mal, erkläre das mal so ein bisschen. Genau, okay, ihr Süßen. Ja, ich hoffe, euch hat das auch ein bisschen Spaß gemacht, uns hier so ein bisschen beim Cachen zu begleiten. Und ich sage, tschüss, bis zum